Stellen Sie sich vor, es ist Budgetausschuss und der Herr Finanzminister geht nicht hin. Das würden wir ja gerade verstehen, wenn er krank wäre, keine Frage, krank gekommen ist, nämlich der Staatssekretär in seiner Vertretung. Das würden wir auch verstehen, wenn er im Ausland sich befunden hätte, in Brüssel beispielsweise. Aber, soweit wir der Austria Presseagentur entnehmen konnten, ist der Finanzminister am Tag des Budgetausschusses um 15.30 Uhr in Klagenfurt gewesen und hat in einer Bank einen Vortrag gehalten. Warum sage ich das zu Beginn? Ich glaube, dass es kein sehr freundlicher Akt gegenüber den Ausschussmitgliedern ist, wenn er sich jetzt auch unterhält, der Herr Finanzminister, mit dem Herrn Abgeordneten Belakovic und uns nicht seine Aufmerksamkeit schenkt. Sehr geehrte Damen und Herren, es waren wichtige Materien im ersten großen Budgetausschuss, den wir abhalten konnten. Und wir hatten einen Tagesordnungspunkt, der quasi ein Irrläufer im Budgetausschuss war, weil er in den Sozialausschuss gehört hätte, der genau einen Tag vorher getagt hat, also jede Möglichkeit gegeben gewesen wäre, das Bauernsozialversicherungsgesetz dort, wo es hingehört, zu diskutieren. Aber nein, wir haben es im Budgetausschuss diskutiert, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Worum geht es? Sehr geehrte Damen und Herren, der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 2015 eine Neuberechnung der Einheitswerte für bäuerliche Betriebe vorgeschlagen, festgelegt, und dem ist die letzte Regierung auch gefolgt, und was dazu geführt hat, dass es auch zu einer Neuberechnung der Sozialversicherungsbeiträge kommen musste. Und diese Vorschreibung der Beiträge ist jetzt, vorige Woche im Budgetausschuss von den Mehrheitsparteien, wieder einmal nach hinten verschoben worden. In Euro, sehr geehrte Damen und Herren, exakt 40 Millionen, die hier Beitragsentfall bedeuten und vor allem die bäuerlichen Großbetriebe profitieren lässt. Und wie ich und Vorrednerinnen von mir schon gesagt haben, den einen wird gegeben, den anderen wird genommen. Und wem genommen wird, das liegt auch klar auf der Hand. Die FPÖ dreht sich wie eine Fahne im Wind und hat nichts mehr übrig für arbeitssuchende Menschen, hat nichts mehr übrig für die sogenannten kleinen Leute und hat nur mehr ganz viel übrig für die Reichen in diesem Land.